Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thorsten Krings und ich kommentiere in Form eines Videoblogs ab und zu mal wieder politische Themen. Heute möchte ich mich mit Ihnen über das Thema Digitalisierung von Bildung unterhalten. Und meine erste Beobachtung ist aus sowohl meiner Tätigkeit als Professor wie auch in der Beratung heraus, dass wir in Deutschland extrem weit bei diesem Thema hinterherhinken. Und zwar nicht nur was Digitalisierung der Bildung angeht, sondern auch was Digitalisierung der Arbeit angeht. Und ich finde es eben bemerkenswert, dass unsere Regierung eigentlich überhaupt keine Antwort auf die drängenden Fragen der Zeit hat und das Thema letztlich auch an keinem Punkt als ein strategisch relevantes Thema sieht. Und das finde ich extrem gefährlich, denn wir setzen voraus, dass dieser Wohlstand, den wir haben, dass wir den noch immer und ewig haben. Und das wird so nicht sein. Wenn wir es nicht schaffen, den Anschluss in der Digitalisierung wieder zu gewinnen, dann glaube ich, werden wir uns von ganz vielen Dingen, die wir heute als selbstverständlich betrachten, verabschieden müssen. Das Ganze gilt aber vor allem auch für die Digitalisierung der Bildung. Auch da sind wir extrem weit hinterher. Wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel Hochschulen im Ausland machen, wie viel da schon über Computer abgedeckt wird, dass man an Vorlesungen virtuell teilnehmen kann, dass man Vorlesungen an anderen Hochschulen virtuell besuchen kann und die Credits dann an der eigenen Hochschule angerechnet bekommt und so weiter und so weiter. Das sind also Dinge, da sind wir echt in der Steinzeit. Also das muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Und was das Thema Schule angeht, ist es genauso. Und das Thema Digitalisierung von Bildung bietet aber unglaubliche Chancen, weil es nicht nur darum geht zu sagen, können wir irgendetwas jetzt neu mit dem Computer noch abbilden, können wir da irgendwie noch was Ergänzendes machen. Das würde deutlich zu kurz greifen und ich glaube, das ist auch ein Problem, was ganz viele Schulen und Hochschulen haben, dass ihnen die Fantasie fehlt, was Digitalisierung in der Bildung eigentlich leisten kann. Also es geht nicht darum, jetzt das Buch durch den Rechner zu ersetzen, sondern es geht darum, dass die Digitalisierung uns vollkommen neue Lernformen ermöglicht. Das heißt, wir können viel mehr in selbstgesteuerte Lernprozesse reingehen, dass man eben weniger Frontalunterricht macht und Schüler und Studierende eben mehr selber erarbeiten lässt. Man kann in eine Modularisierung gehen, man kann viel mehr Angebote machen. Und das hat natürlich den enormen Vorteil, dass junge Menschen, aber auch, sagen wir mal schon, meine Generation in der betrieblichen Weiterbildung, sich viel, viel zielgerichteter weiterbilden können und vor allem in ihrer Bildung auch nochmal ganz stark auf das eingehen können, was ihre persönlichen Neigungen und Interessen und Stärken sind. Und denken Sie mal an Ihre eigene Schulzeit zurück, was frustriert denn mehr, wenn man schlecht in Mathe ist und zur Belohnung nochmal 4 Stunden Matheförderunterricht pro Woche bekommt? Ich weiß, wovon ich rede. Und das erfordert aber, wenn wir das wirklich machen wollen, eine komplette neue Kultur des Lernens an unseren Schulen und Hochschulen. Das heißt, wir werden den Anschluss in der Digitalisierung der Bildung nur dann finden, wenn es uns gelingt, das Thema Lernen neu zu denken. Das heißt, wir müssen viel, viel stärker in individuelle Lernprozesse gehen, viel mehr Verantwortung an den Lernenden abgeben. Und genau das ist aber ein Problem. Ich will es Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich beobachte, dass seit einigen Jahren, von Jahr zu Jahr, ich immer mehr Studierende bekomme, die schlicht und ergreifend damit überfordert sind, eigenständig und eigenverantwortlich sich etwas zu erarbeiten. Ich will ein Beispiel nennen. Ich habe euch eine Klausur gestellt und ich bin kein Freund vom Auswendiglernen. Ich habe eine Fallstudie gestellt und gebeten, die zu kommentieren. Ich hatte einen Studenten, und das war kein Einzelfall, der war damit vollkommen überfordert. Der hat einfach 3 Seiten runtergeschrieben, was er auswendig zu dem Thema gelernt hat. Null Bezug zur Fallstudie. So, da haben wir einfach ein Problem aus meiner Sicht, dass wir ein Bildungswesen haben, sowohl Schule wie auch Hochschule, das im Augenblick wieder dazu neigt, Schüler und Studierende viel zu passivem Lernen zu drängen und eben in die Reproduktion von Wissen zu gehen, was uns letztlich nicht weiterbringt. Das heißt also, aus meiner Sicht müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Digitalisierung der Bildung auch mit dem Digitalpakt bei weitem nicht erledigt sein wird, sondern wir müssen in einen Organisationsentwicklungsprozess gehen und wir müssen quasi die Bildungseinrichtungen dabei begleiten, eben eine Kultur des digitalen Lernens zu finden. Und das ist eben nicht nur eine Kultur des Selbstlernens für den Lernenden, sondern auch für den Lehrenden ist es vor allem eben auch eine Kultur, in der man nämlich das, was man hat, sein Wissen, seine Kompetenzen eben preisgibt und teilt. Und diese Kultur haben wir im Augenblick nicht. Und da, glaube ich, haben wir eine ganz, ganz große Baustelle und eine Regierung, die genau das aber vollkommen verpennt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.